So, wir gehen nochmal genauer darauf ein, wie dich die Sprache schreibt. Jetzt nicht mal spielen. Siehst du das? Ich höre dich nicht. Du hörst mich jetzt nicht? Warte mal einen kleinen Moment. Ja, jetzt ist gerade besser gewesen. Ja. Ja. Geht's jetzt? Ja, jetzt Gut. ist besser, viel besser. Also jetzt pass auf, du schreibst mir, wenn ich jetzt ein Verarschspiel spiele, weiß ich ganz klar, dass ich nicht die Spielfigur bin und kann das Spiel völlig losgelöst spielen. Ja. Das heißt, ich weiß, mir kann nichts passieren in dem Spiel. Also diese Avandar, diese Figur, die ich mir jetzt ausdenke, ist eigentlich nur ein Gedanke, eine Information, ein Pixelmännchen. Ich sage einfach eine Information von mir und die löst sich eh schon auf, wenn ich sie nicht mehr denke. Ja. Gibt es ebenfalls im Jetzt einen Punkt, in Klammer, noch während des Spiels, wo ich genauso sicher weiß, in Klammer mehr als nur eine Ahnung, dass ich nicht die Spielfigur Marion bin? Das ist eine Frage, die sich eigentlich gar nicht stellt. Du bist nicht ein Gedanke von dir. Das habe ich tausendmal wiederholt. Also solche Sachen, wenn die in den Sinn kommen, wenn du wach bist, fällt dir das sofort auf, wie dich der Zweite schon wieder narrt. Wir reden hier von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und völlig losgelöst das jetzige Lebensspiel spielen kann. Und mich davon unberührt erfahren. Das, was du bist, kannst du überhaupt nicht erfahren, weil das etwas nicht Denkbares ist. Du erfährst letzten Endes immer nur deine Gedankenwelt. Der, der immer ist, kann nicht in Erscheinung treten. Ich kann mir einen denken, der immer ist. Ich kann mir einen Geist denken, der irgendetwas erlebt. Aber es bleibt ein Gedanke und Gedanken von dir erleben nichts. Du mal kurz was sagen, weil ich habe mal raus, dass du da aufmachen bist. Okay? Ja. Jetzt, worum es mir geht, ist einfach, ich werde dir zeigen, wie wichtig die Sprache ist. Das heißt, kann ich mich davon unberührt erfahren? Ich mache einfach einmal nur diese kleine Radix UN. Ich setze jetzt elementares Wissen der Vordersprache voraus. Blau ist das aufgespannte Existenz. Das BR, wenn wir nur die Konsonanten BR nehmen, heißt es das Äußere. Oder Polar erweckt. BR. Das heißt, deine aufgespannte Existenz ist etwas Polar erwecktes und es rührt in dir und das Rühren ist unsere schöne Auf- und Abbewegung. Okay? Mhm. Das klingt jetzt nach einer Ja-Nein-Frage, aber doch taucht sie vehement in mir auf. Das ist eigentlich gar keine Frage, weil das tausendfach beantwortet ist. Was jetzt wichtig ist, dass du immer, wenn du was siehst, in deiner jetzigen Wahrnehmungsebene, und das kann ich nur tausende Male wiederholen, wenn welche sagen, die ich mir jetzt ausdenke, und jetzt kann ich schon wieder sagen, die verstehen sowieso nicht, ich denke jetzt ganz bewusst an den, der sich dieses Gespräch anhört. Es geht nicht um diese Marion-Pixelmännchen, es geht nicht um das kleine Pixelmännchen Udo da oben und es geht schon gar nicht um den Trockennasenaffen, der jetzt vor seinem Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört. Es geht um den, der sich alles ausdenkt. Das ist meine Adresse, mit der ich kommuniziere. Und du wirst irgendwann einmal an den Punkt kommen müssen, wo du dich mit der Vordersprache auseinandersetzt. Das heißt, da müssen die Grundlagen da sein. Ansonsten wirst du dich bis in alle Ewigkeit selbst täuschen. Und jetzt kommt es eigentlich, wieso ich gesagt habe, wir machen da eine kleine Aufnahme, dass wir mal wirklich wieder was Neues bringen. Und hör dir das 5, 6 Mal an, wenn du die Grundlagen der Vordersprache hast, ist das nötig. Und zwar schauen wir uns einfach mal das Wort täuschen an. Okay? Wir gehen dazu in den DWDS. Und da bleiben wir jetzt das mal in dem Täuschen. Du wirst dich wundern, was jetzt passiert. Da heißt es hier, jemand etwas Falsches glauben machen. Der Einzige, der dich ständig belügt, das bist du selber. Das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ich nenne das den Zweiten. Ja. Der dir so viele Sachen als hundertprozentig sicher suggeriert, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ich sage dazu, zählt jegliche Form von religiösem Wissen, jegliche Form von esoterischem Wissen und praktisch nahezu alles an sogenannten naturwissenschaftlichen Wissen. Es erfordert blinden Glauben. Du kannst dir dann einreden, das ist bewiesen, aber ich sage immer bloß, zeig mir Wassermoleküle. Es sind Vorstellungen, die sich in dir aufbauen, als Bilder, als Informationen, die du dir nur denken kannst, wenn du in deinem Wissensprogramm dieses Wissen hast. Ohne dieses Wissen kannst du dir das gar nicht ausdenken. Ich sage jetzt, wir denken uns jetzt einmal materialistisch gesehen einen rudimentären Urmenschen, der in einer Welt lebt, so wie du sie dir bisher ausgedacht hast. Und dann ist deine einzige Informationsquelle zuerst einmal eine empirische Wahrnehmung.
Das ist das, was du auf der VR-Brille hast, das, was dir in den Sinn kommt, aus dir selbst. Normal gesprochen. Jetzt pass auf. Ich mache jetzt erst einmal das Wort falsch. Ich will mal kurz nochmal meinen kleinen Laut von dir geben, bitte. Nur kurz ja sagen. Ja. Ja, weil es rauscht sich. Ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme drauf ist. Jetzt pass auf. Falsch habe ich ein paar Mal gesagt. Das Wort falsch kommt von Fall, von dem lateinischen Wort Falla, und das heißt Lüge und Betrug. Dann Glauben. GL ist unsere Welle hebraisiert und AOB heißt die Schöpfung, ist die Beschwörungskunst von Wellen, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Ich gehe jetzt nicht extra rein, muss man einfach in Gematrie Explorer eingehen. Das heißt also hier, du magst mehr oder weniger, was falsches Glauben heißt, Wellen aufschmeißen mit deiner Beschwörung, die Lüge und Betrug sind. Das ist faller falsch. Gut? Ja. Jetzt kommt man etwas vorspiegeln. Für eine Vorspiegelung benötigt es drei Elemente. Du brauchst These, Antithese und Synthese. Das heißt, du brauchst einen Spiegel. Das ist zuerst einmal unser Rai auf Hebräisch. Rai heißt der Kopf des Schöpfergottes, hebraisiert. Wenn wir das in Gematrie Explorer eingeben? Können wir ganz kurz machen, habe ich tausendmal gesagt. Rai, das Prinzip, muss irgendwann einmal klar sein, dann hast du einen Spiegel und der erzeugt in sich selbst ein Schauspiel. Jetzt geht es natürlich, ich habe das zigfach gesagt, dieses in einen Spiegel sehen erfordert einen Formspiegel und einen Hinternspiegel, das ist These und Antithese, okay? Das ist die These, der Formspiegel ist das Subjekt, jetzt normal gedacht, ich sage immer normal gedacht, ist wie dein Denken gewohnt ist, und der hinterm Spiegel ist das sogenannte Objekt, das du anschaust, den Spiegel ignorierst du, die Synthese von beiden ignorierst du vollkommen. Wobei das jetzt gespiegelt, geistreich gesehen, eigentlich du in dieser Reihe bist, du bist selbst der Spiegel, das ist der Spieler jetzt, den du ansprichst. Okay, ja. Sag ja bitte immer, dann geht das Rauschen weg, ja. Wenn es da sollte in der Aufnahme. Ja. Das ist auch eine Sache. Ich konstruiere schon wieder was in einer Welt, die einen ganz klaren Hintergrund hat, nämlich einen arithmetischen Hintergrund. Das heißt, das Paar Inder, habe ich oft gesagt, das hinterm Spiegel ist eigentlich im Spiegel. Hinterm Spiegel gibt es ja nicht. Die Form, die Formspiegel, das ist dann schon die ausgedachte Welt. Das wäre jetzt in der Verabredung deine dreidimensionale Welt, mit dem, was du dir ausdenkst, was du warst. Ja. Das heißt, jemand etwas vorspiegeln. Jetzt haben wir eine Welle. Das ist Wellenberg und Wellendal. Und den Spiegel, das bist du selbst. Ja. Und zu glauben, dass das solche, was du dir ausdenkst, das Vor- und dem Hinterspiegeln ohne den Spiegel existieren könnte, ist der erste große Fehler. Okay. Es gibt kein Vor- und den Hinterspiegel ohne den Spiegel. Okay. Es gibt einen Denker, und auch nichts Ausgedachtes ohne einen Geist, der sich zuerst einmal als Subjekt, als Denker setzt und dann seine ständig wechselnden Informationen als das Ausgedachte setzt. Er selber ist der Spiegel, er ist der Kopf, in dem sich beide befinden. Solltest du dir jetzt den Denker denken und das Ausgedachte. Du lässt aber in der Regel, fehlt der Denker, weil du denkst dir so viele Sachen aus, aber du denkst dabei nicht an den Denker und du meinst, das Ausgedachte ist unabhängig von dir da außen. Ist dabei noch? Ja, ja, jetzt, ja. Also, jetzt geht's weiter. Was nicht den Dart-Sachen entspricht. In dem Wort Dart haben wir hier definitiv schon den Schöpfer in der Mitte und die Erscheinung und die Spiegelung. Ja. Siehst du die 2T? 9400 gelesen? Ja. Und Sache, eine Sache ist ein Ding und DIN-G heißt die Gesetze des Geistes. Immer dran denken, ich bin da schon zigfach drauf eingegangen, etymologisch, ich will es nicht eingeben. Wenn du hier in den DWDS Ding eingibst oder Sache eingibst, landest du zuerst einmal bei einer germanischen Rechtsordnung. Das ist Rechtsprechung. Und das DIN, das hebräische Wort DIN, D-I-N, hast die Öffnung einer intellektuellen Existenz. Das ist die Logik, die du in dir öffnest und das heißt Gesetz und Recht. Gib's einmal ein, die Öffnung einer intellektuellen Existenz. Immer blau lesen, an der geistigen Oberfläche geöffnet. Intellekt, das ist was Existierendes. Rot gelesen wäre es dann geschlossen, göttlich sein. Das ist der Gott im Hintergrund, das wäre jetzt unser Spiegel, unsere rot geschriebene Reihe. Das ist ein Rechtsspruch, ein Gericht.
ist Ding, G ist das Gericht des Geistes. Okay? Ja. So, wir sind immer noch bei dem Deutschen. Das war jetzt nur, was hier schon steht, und jetzt heißt es hier noch jemanden in die Irre führen. Da zeige ich dir auch, wie massiv diese Physik im Hintergrund wirkt. Ich weiß, wenn man sich die Grundlagen der Vordersprache nicht angeeignet hat, ist es ungefähr so, wenn ich dir versuche zu erklären, wie ein Computersoftware oder ein Betriebssystem funktioniert und du hast nicht die elementarsten Grundlagen dir von Programmieren und von Bits und so weiter angeeignet. Es ist Physik, es ist göttliche Physik. Schau, ich mache zum Beispiel mal das Wort IRR. Wir machen mal IRR. Da gibt es kein Wort dazu. Was jetzt ich wissen muss, ich will dir nur zeigen, wo das hinführt. Das heißt jetzt praktisch hier Intellekt und zwei Rationalitäten, zwei Berechnungen. Du kannst nämlich immer alles gespiegelt berechnen. Das wäre jetzt eigentlich der Wurzelbegriff. Ich weise immer wieder darauf hin, in der arithmetischen Wurzel gibt es zwei Ergebnisse. Die Wurzel 9 ist plus 3 und sie ist minus 3. Mhm. Da haben wir übrigens unsere D-Reihe, unsere vier Spiegel. Das ist in diesem kleinen Radix steckt eigentlich schon mein Tetraederspiegel, praktisch dieser Davidstern in einer dreidimensionalen Form gedreht im Hintergrund. Jetzt machen wir aus die 2 400, also das ist ja 200 und 200, machen wir 400 raus. Dann kriegen wir eine intellektuelle Erscheinung. Okay? Mhm. Wir rechnen nochmal, geistreich. Schau, jetzt haben wir hier Gott und eine intellektuelle Erscheinung. Ja. Da wird es jetzt sehr interessant, wenn du dir das anschaust. Das heißt nämlich, aus der Endung kommt das Weibliche hervor. Darum heißt es, im Anfang, Bereshit, Shit bedeutet etwas aufstellen, die Gedanken auf etwas richten oder etwas zu etwas machen. Etwas aushaarecken, immer an unseren Spiegeltunnel, etwas aushecken, bereiten, berei heißt in diesen Kopf, mhm. sind erscheinende Existenzen, okay? Ja. Und das heißt, sich selbst etwas geben. Interessant ist jetzt die Radix GB. Da komme ich gleich nochmal drauf, der Geist wird polar, der Geist wird zu einer polaren Existenz, GBN. Dieses GB habe ich so oft erzählt, muss ich ganz, ganz kurz nochmal eingeben. Man kann das, man muss das im Hintergrund immer wieder haben. Da kommt jetzt eine riesen Reihe von Wörtern und du wirst jetzt feststellen, da wird eigentlich eine Sinuswelle beschrieben. Der Bugel von einem Schild. Shin-Illet heißt die Logik des Kindes. Das heißt, die Logik des Kindes schmeißt einen Bugel auf, das wird eine Erhöhung, etwas Erhöhtes. Dazu brauchen wir eine Erwiderung. Jetzt denk an eine Felge, die sich dreht. Die erzeugt ein Gewölbe, etwas Gewölbtes, das führe ich dann von oben, von der Erhöhung in den Graben, in die Grube. Die Heuschrecke lasse ich einmal weg. Jetzt schaust du in einen Spiegeltunnel, das ist eine Höhle, die hat auch eine Rückseite. Der Rücken der Seite, der Rückseite, der Sommel, der Vertiefung, da landest du im Wasserbehälter. Das ist eigentlich diese, da können wir jetzt jedes Wort wieder auffächern. Okay? Mhm. Pass auf, wir gehen einmal weiter, wir sind immer noch beim Tauschen. Das war jetzt rein, was hier auf Deutsch steht, die klassische Übersetzung, steckt eigentlich schon die ganze Funktion drin dieser Wellenberge. Jetzt schauen wir mal, wo das Wort Deutschen eigentlich herkommt. Etwas Falsches glauben, nochmal wieder die Wellen sind Beschwörungen, in die Irre führen. Die Irre bin ich gerade darauf eingegangen, was das bedeutet. Dieses Wort Irr, immer dran denken, die zwei R werden so ein TAF. Symbolisiert ein persönlich ausgedachtes, bewegt erscheinende Gedankenwellenwelt, die du in deinem Individualbewusstsein, das heißt, du bist ein göttliches Sein und die Öffnung deines Intellekts erzeugt eine Vision in deinem göttlichen Bewusstsein. Dur heißt übrigens Generation einer Kollektion, mehr oder weniger bewusst selbst Teilungen entwirfst. Du teilst dich in einem Pott, okay? Ja. Aber diese Teilungen, und jetzt wird es interessant, die tauschen sich ständig. Das Wort Täuschen kommt nämlich von dem Wort tauschen. Du glaubst, es ist hell und dann ist es wieder dunkel, dann regnet es, dann scheint wieder die Sonne, dann bist du gesund, dann bist du krank. Das ist ein ständiges Tauschen, obwohl das ja immer nur gleichzeitig da sein kann. Erinnere dich, wenn ich jetzt immer die Hand aufspanne. Es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Es gibt kein Hell ohne Dunkel. Ja. Immer an diese ausgedachte Erdkugel denken, jetzt in deinem Hintergrund, die von der Sonne angestrahlt wird. Sobald du dich diese Bewusstseinspunkt einnimmst, dass dir klar wird, dass du dir das ja ausdenkst und das nur ist, wenn du es denkst, siehst du das Hell und Dunkel nicht abwechseln. In dem Bahn verfällst du erst, wenn du glaubst, du bist auf dieser
Oberfläche dieser Kugel, die du dir ausdenkst, die von der Sonne angestrahlt wird. Ja. Dann redest du dir im selben Moment ein, dass hell und dunkel sich tauschen. Was hundertprozentig sicher ist, es kann nur jetzt hell sein und es kann nur jetzt dunkel sein. Ja. Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft. Okay? Ja. Das Täuschen ist, es tauscht ständig eine Einseitigkeit, die du ganzheitlich sehen musst. Das führt dich dann natürlich weiter, pass auf, wenn wir jetzt weitergehen, das kommt jetzt hier, da kommt dann der Würfel, da ist der Kubus, ist jetzt, du würfelst dich mehr oder weniger in einen Raum hinein, den du dir ausdenkst, da will ich jetzt nicht so arg hineinsteigern, weil sonst jedes Wort immer dran denken, jedes Wort wird so ein 400-Seiten-Buch. Ja. Wenn wir jetzt in das Tauschen reingehen, jemand etwas geben, ganz wichtig, jetzt haben wir das Geb wieder, die Geist ist immer eine polare Existenz, die ständig getauscht wird, der Geist selber, G ist ja der dritte Gimmel, der dritte Buchstabe, der Geist selber, die Synthese ist immer eben. Denk jetzt an eine Nulllinie und die polare Existenz ist der Wellenberg und das Wellendark, das ist BN, das ist der Sohn auf Hebräisch. Drum ist der Sohn ja männlich und weiblich. Eigentlich heißt es Denker und Ausgedachtes. Das ist die polare Existenz. Denk an den Anfang des Gesprächs, wo ich gesagt habe, du denkst, jetzt hast du mal einen Denker, der sich was ausdenkt. Ja. Aber du bist keins von beiden, weil dieser Denker auch etwas ist, was du dir ausdenkst. Es ist das Subjekt vorm Spiegel und das, was du dir ausdenkst, ist das, was du im Spiegel siehst. Ich könnte jetzt auch sagen, das Subjekt ist ein statisches Programm. Die Spiegel sind die ständig wechselnden Facetten. Das wäre jetzt, wenn du praktisch in deine VR-Brille schaust. Ja. Da hast du im Hintergrund ein Programm, das diese Bilder aufwirft und jedes Bild ist eine Facette aus dieser Kollektion des Programms. Wir sagen, das Programm wäre ein Film und wenn du in den Spiegel, sprich auf dem Bildschirm schaust, siehst du immer ständig wechselnde Bilder, aber jedes Bild taucht jetzt auf. Und der Nullpunkt. Das heißt, dieses Gefühl, dass das zeitlich nacheinander kommt, ist schlichtweg und einfach eine Täuschung. Ein ständiges Täuschen durch Austauschen von Bildern. Lass es auf dich wirken. Ein ständiges sich selbst täuschen durch ein Austauschen von Bildern täuscht du dich und meinst, die kommen zeitlich nacheinander. Ja. Okay? Ja. Das heißt, und gleichzeitig jemand etwas geben und gleichzeitig etwas anderes wieder zurücknehmen. Ja. Wechselseitiges Geben und Nehmen. Das ist, wenn der Uwe immer so mit diese Rolle, die du spielst, ist dieses Kreisen der Hände, ein Kommen und Gehen von dir selbst. Aber das, was das sich anschaut, ist das Zentrum davon. Ja. Der Rai. Merkst du, wie genau die Worte werden, wenn man das einmal verstanden hat? Es löst sich jetzt schon fast auf. Dieser Nullpunkt und dieser Spiegel, das ist du praktisch... Du bist ein Nullpunkt, du kannst dich selber nicht denken. Wie oft hast du gehört in Selbstgesprächen, du bist nicht du, Geist, der du dir alles ausdenkst, bist nicht in der Lage, an dich selbst zu denken, ohne dich zu einem Gedanken von dir selbst zu machen. Ja. Also nochmal, tauschen heißt etwas, et, übrigens, schau dir das einmal an, die Abkürzung für etwas. Et ist das hebräische Hauptwort für Zeit. Ich sage immer wieder, wir haben vier verschiedene Wörter für Zeit. Zur Zeit, zur, die Radix zur heißt zu Form werden. Und das ist schlichtweg und einfach eine augenblickliche Erscheinung. Ja. Das ist kein Spiel, das ist keine seichte Esoterik, wo wir hier machen. Das ist ein ganz arithmetische Sprache. Ich erzähle dir jetzt etwas. Ein arithmetisch präzises Computerprogramm, wo deine ausgedachte Welt nicht das Geringste weiß. Ja. Wieso weiß deine Welt davon nichts? Weil ich es noch nicht geschnallt habe. Weil erst musst du es wissen und erst dann kannst du dir welche ausdenken, die das wissen. Das mache ich jetzt. Ja. Dass ich dabei bin, mir welche auszudenken, Personifizierungen von mir selber, denen ich erkläre, was sie eigentlich sind. Ja. Und jetzt muss man die wie ich wissen. Ich habe jetzt mit Sicherheit nicht als der Brüssel-Udo gesprochen. Sehr simpel. Schaut, das Wort Zeit wiederum. Et, augenblickliche Erscheinung. Das ist natürlich die Quelle des Immer-Da-Sein. Das Absolute. Das wäre dann rot geschrieben. Das wäre göttlich. Diese Quelle, diese geistige Quelle, die du selbst bist für alles, was aus dir herausquillt, was du dir vorstellst, was du dir ausdenkst. Du bist es immer Daseinende, diese geistige Quelle. Ja. Das führt dann zu einem Augenblick, zu einer augenblicklichen Erscheinung. Okay? Ja. Und jetzt ist es, dass diese Zeit hier, wenn du dir das anschaust, wenn wir das wieder deutsch schreiben, heißt man den Geburtsgeber Z. Zeit heißt, die buchstabieren. Zeit ist buchstabieren, das hebräische Wort.
Blau gelesen, die Schöpfung einer intellektuellen Erscheinung. Das passiert durch das Buchstabieren. Das Zeitphänomen ist jetzt. Das heißt, nur eine augenblickliche Erscheinung. Zeit ist nur eine Illusion. Okay? Ja. Wenn ich in mir eine augenblickliche Erscheinung wahrnehme, kann die im Meer nur, heißt ein flackerndes Licht, das sind die ständig wechselnden Lämpchen auf deiner VR-Brille beziehungsweise deines Geistes, jetzt wahrgenommen werden. Du kannst es immer nur hier und jetzt wahrnehmen und es flackert. Ja. Darum heißt es augenblicklich erscheinende Wahrnehmung. 70405 heißt jetzt und nun. Existenz und aufgespannte Existenz. Das ja. heißt, als das, was austauscht, der Wellenberg und das Wellental, tauscht sich genau genommen gar nicht aus, weil die immer nur gleichzeitig da sein können. Du hast nur noch in der Unreife diese einseitige Wahrnehmung. Das heißt, du bist wahnsinnig und geistesgestört. Unsicher und verwirrt. Die Irre ist, dass du zweifelnd bist. Das sind immer zwei Facetten, die ein Joch aufspannen. Und das ist die existierende Öffnung. Und diese existierende Öffnung heißt auf und ab. Sollen wir es nochmal machen? Pass auf. Genau aufpassen. Ich gebe das nochmal ein. Die Geburt von was aufgespannt, das W, W. Mhm. Ein Befehl, das heißt zwei fehlen. Okay? Ja. Das heißt auch Z-Waff. Ja. Einschließen, eine Form geben. Entschuldigung. So. Die Geburt von etwas aufgespannt. Das ist ein Befehl, eine Order. Ich sage immer, zwei fehlen. Or heißt erweckt und die R heißt Generation, eine erweckte Generation. Die ist eine Notwendigkeit, dass du überhaupt was erlebst. Ja. Okay? Leben. Le heißt auseinandergeschmissen. Ben, die auseinandergeschmissene polare Existenz. Ja. Okay. Jetzt haben wir Ei. Ich mache das Ei mal so. Mit 70, das ist der Augenblick deines Intellekts und das wird jetzt so ein Trümmerhaufen. Das sind deine Gedankenwellen. Mhm. Diese Gedankenwellen, wir können das Ei natürlich auch so schreiben, die sind genau genommen nichts, weil es ist ja nur Wasser. Okay? Ja. Dann haben wir zwei Facetten. Das wäre das B, das ist dein Wissen. Ja. Von etwas. Das ist immer nur eine Seite. Merke, eine unvollkommene Lehre hat immer einen Widersacher, nämlich Feindbilder. Ja. Da haben wir jetzt hier P rot geschrieben, die innere geistige Sprechfertigkeit, der Wortlogos, P konstruiertes Wissen. P ist ja PH, das Wissen, das man wahrnimmt, ist immer eine Facette. Da könnte ich jetzt ein H hinten dran machen für das F und jetzt kriegst du mehr oder weniger, das ist das hebräische Wort für hier. Es ist immer hier, eine Öffnung von hier. Ja. Gut? Ja. Wir haben zwei Facetten. Ja. Und L, in dem L, das ist das hochgehobene Joch. Da sind wir so drauf eingegangen, das obere. Das ist auch ein Joch, denk an das Joch, dein Gebirgsjoch. Das ist eine Gedankenwelle, das, was du hochhebst, das sind die Gedankenwellen. Du bist ja immer zwei Fällen und jetzt kommt diese existierende Öffnung in die. Welch ein Wunder. Das heißt, schlichtweg und warm aufgedämmte Wasser, das Schwangen, das sich bewegen, das Hin- und Herbewegen, das Wanken, das sind deine Gedanken. Ja. So viel zum Thema der Wörter. Und die fangen an, in dir zu rasen. Da, wo du sie hindenkst. Das ist, diese Berechnungen sind immer innen. Das ist das Rennen. Und die rennen und rieseln. Das Wort Rieseln führt dich dann mehr oder weniger zu dem Regen. Sie regen sich in einem gewissen Maß. Das sind diese ganzen kleinen Spritzer, was du Regen nennst, das aus dir herausspritzt. Und so weiter und so weiter. So, jetzt machen wir das Bild. Also ich kann jetzt schon eigentlich an den ganzen Erklärungen sehen, ich bin jetzt wieder nur vom zweiten genarrt worden. Immer. Frage jetzt jeden Moment. Das total ist so einfach. Es ist so einfach, Marion. Es ist so unendlich einfach zu begreifen. Mach dir bewusst, was jetzt da ist. Du reagierst ständig und jede Reaktion auf eine Information, ob du das wertest, immer wieder, du hast Reizauslöser, das sind ganz klar Gedankenwellen, die in dir auftauchen, wo du keinen Einfluss drauf hast, wenn jetzt zum Beispiel das Telefon klingelt,
Das taucht einfach auf. Dann kommt dir der Gedanke in den Sinn und der Gedanke in den Sinn. Da ist dir klar, das kommt aus dir. Wenn du Klingelingeling hörst, meinst du, das kommt von außen. Es kommt von außen überhaupt nichts. Du träumst jetzt. Das ist meine erste Metapher. Oder du bist dein Computer, dann kommt es aus deinem Programm. Und du reagierst drauf. Und das ist so hartnäckig. Und du kannst nur feststellen, jetzt mit dem, was ich dir erklärt habe, und du magst so lange Holofeeling, dass du das alles, was ich jetzt gesagt habe, habe ich irgendwo an zig Fällen schon zigfach erwähnt, wenn man das ständig wiederholt. Aber selbst wenn man das erste Mal hört, muss man Oha sagen. Das hat nichts zu tun. Es gibt so mit diesen divinatorischen Systemen. Es gibt ja so viele divinatorische Systeme, die Astrologie, den I Ching, die Tarotkarten, dass es kein Zufall nicht gibt. Da bin ich auch lang und breit die letzten hier und jetzt ausgedachten 20 Jahre drauf eingegangen. Das ist das System aller Systeme, weil das die göttliche Urmatrix ist, wenn ich dir was erzähle. Da gibt es keine Zufälle, es ist alles programmiert, es ist wirklich eine Matrix, aber vergiss dieses oberflächliche, weltliche Matrix-Geschwätz von Esoterikern, von Weltverbesserern. Immer daran denken, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Und wenn du irgendeinen Moment nicht haben willst, Mom, M-O-M, das Kreisen von zwei Gestaltwertungen. Wir haben wieder die Tauschen ständig aus und es täuscht dich und es führt dich in die Irre. Hör dir das ein paar Mal an, dieses Gespräch. Geh in den Gematrie-Explorer, spiele selber, mach deinen Geist beweglich. Dir muss klar sein, dass du auf gewisse Geräusche gewisse Vorstellungen kriegst, auf gewisse Worte. Denk an mein Beispiel mit dem Wort Krebs. Das Wort Krebs löst erst einmal in dir eine Vorstellung aus. Ein Name löst in dir eine Vorstellung aus. Aber das ist eine ganz subjektiv von dir erschaffene Vorstellung. Ja, ja, ja. Das hängt von deinem Programm ab, welche Vorstellung du kriegst. Und die eigentliche Magie beginnt jetzt in dem Moment, wo du begreifst, wenn ich diese Worte mir an, ich kann mir aus den Worten andere Vorstellungen machen. Ja. Da muss ich aber die Vatersprache verstehen. Da gibt es nämlich ein System der Freiheit. Ich kann Worte zuerst einmal immer positiv lesen und negativ lesen. In jeglicher Art und Weise. Ja. Was verstehe ich unter dem Wort Tod? Ich sage immer, schaut zuerst in die Etymologie, das heißt zuerst einmal, das sind so viele. Der, der sich's ausdenkt, ist immer bloß einer. Das Universum, das in eins gekehrte, wie die Wörter schon sagen. Das Uni ist das eine, rot gelesen, ist praktisch verbunden sein der Gott. Das ist Uni, rot gelesen, wenn du das eingibst. Und das Ver heißt dann schon verstreut und verbinden. Die Vorsilbe Ver im Deutschen nur das Deutsche anschauen. Du kannst etwas verstreuen oder du kannst etwas verbinden. Immer die zwei Seiten. Ja. Du wirst dich immer wieder täuschen, weil du immer nur eine Seite in deiner Interpretation benutzt. Und im selben Moment ist die andere Möglichkeit im Hintergrund. Du definierst so viele Sachen als schlecht. Shin-El, das logische Licht erscheint dir echt. Ja. Wobei echt als Elef Chet Duff gelesen, das ist die weibliche Eins. Ja. Das heißt auch, ich werde in Schrecken versetzt. Zebraisiert, wie gesagt, wenn man es nicht kann, ist es wie eine Fremdsprache. Das ist wie wenn ich jetzt hier als Muttersprache Spanisch hätte und du hörst Deutsch. Ja. Weißt du? Und dann sagst du. Ich merke jetzt zum Beispiel, dass mich der Zweite wirklich noch genagt hat, du musst noch was erreichen. Da ist noch ein Punkt, den hast du noch nicht erreicht. Und während dem Gespräch geht es gerade auf, dass das wirklich... Und was sage ich als Udo immer wieder? Solange du in dem Wahn lebst, dass du das Ziel deines Lebens irgendwann einmal in der Zukunft erreichen musst, ja. Du willst das Ewige hier und jetzt in der Zukunft woanders erreichen. Vielleicht du bist schon da, du hast es vergessen. Das ist das Problem. Das ist das, was dir ständig vorgelegt wird, dass du Zielen nachstrebst, zum Beispiel ewig am Leben zu bleiben. Das ist ein Blödsinn. Du verwechselst dich schon wieder mit deinem Avatar, mit deinem Gedanken. Du kannst einen Gedanken nicht ewig am Leben erhalten. Ja. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Jetzt denk an deinen Körper. Du sitzt jetzt vor dem Computer. Wo war der die ganze Zeit, wenn du aufmerksam zugehört hast? Der hat nicht existiert. Wo war dein Kopf? Wo war deine Nase? Wo waren deine Augen? Wenn jetzt der Zweite dich naht, was du sagen, was erzählt dir für einen Blödsinn, wenn ich meine Augen nicht da wären, hätte ich ja nichts gesehen. Die Augen, die du dir ausdenkst, können nicht sehen. Die können so viel sehen wie eine Kamera. Das kann ich tausendmal erzählen. Ich stelle nur fest bei den Bröseln in meinem Traum, dass die das nicht verstehen können, weil Gedanken so sind, wie sie ausgedacht werden. Okay.
Ich rede jetzt übrigens als du, nicht als Udo. Ja, ja, dann gilt es, das jetzt alles los. Du hast das Problem, dass du dir ständig was ausdenkst und du meinst, deine Gedanken können selber was empfinden. Erinnere dich, wir blättern in dem Buch Marion, speziell in diesem Marion-Buch. Es gibt ja ganz einen Haufen verschiedene Marion-Bücher, es sind verschiedene Marions. Blätter mal zurück, wie du deine Schmerzen immer gehabt hast. Da kann ich dir tausendmal sagen, das, was du denkst, hat keine Schmerzen. Wenn du Bauchschmerzen hast, dein Bauch hat keine Schmerzen. Wenn du Zahnschmerzen hast, dein Zahn hat keine Schmerzen. Du hast die Schmerzen. Den Geist erlebt nur der Geist, der träumt. Das bist du, ob du das wahrhaben willst oder nicht. Und wenn ich jetzt sage, du bist ein träumender Geist, der bist du natürlich nicht, weil der ja auch schon wieder was Ausgedachtes ist. An was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Und dann wirst du merken, wenn wir Philosophievorlesungen lesen und dann diese Schwätzer sagen dann, mein Geist hat dieses und jenes gemacht oder mein Geist kann das ja nicht merken. Ein ausgedachter Geist ist kein Geist. Sobald einer sagt, mein Geist, macht er seinen eigenen Geist, an den er denkt, zu einem Besitz von sich selber und vergisst dabei, dass er der Geist ist. Der Besitzer von etwas ist etwas anderes wie das, was man besitzt. Der Denker von etwas ist was anderes wie seine Gedanken. Das Meer ist was anderes wie seine Wellen. Das Meer ist nämlich immer. Geist ist im Meer. Und Wellen sind etwas, was aus diesem Geist auftaucht. Also schon die Tatsache, mein Geist und mein Bewusstsein ist vollkommene Geistlosigkeit. Geschwätz von Geschwätzern, die rezitieren. Ja. Und das zu verstehen, dazu musst du Selbstbewusstsein sein. Du musst Geist sein. Ja. Solange du noch meinst, das Bewusstsein, das du besitzt, müsst ihr das verstehen, wirst du dich bis in alle Ewigkeit nicht verstehen. Genau, und das ist genau das, was mich genagt hat. Aber ich kann da jetzt den Haken setzen. Wenn wir das jetzt nochmal anschauen, ganz bewusst, was du geschrieben hast, ich gehe es jetzt extra mit dir nochmal durch, pass auf, ich tue ganz kurz nochmal beim Bildschirm übertragen und dann machen wir das Ganze nochmal auf. Und jetzt pass mal auf, was das für ein Blödsinn ist, was da in dir eingefallen ist. Du hättest es im Keim ersticken müssen, wenn du das wiederholt hättest. Aber wenn ich jetzt ein VR-Spiel spiele, okay, mit wem meinst du mit ich? In dem Moment, wo du dir jemanden ausdenkst, der ein VR-Spiel spielt, also ein Videospiel spielt mit einer VR-Brille, setzt du dich eigentlich schon als Spieler. Der ist schon was Ausgedachtes. Der spielt, ist ja was Ausgedachtes. Okay? Ja. Weiß ich ganz klar, dass ich nicht die Spielfigur bin. Das ist jetzt das rote Ich, wenn du wirklich das rote Ich bist. Du bist aber auch nicht der das spielt. Weil der auch was Ausgedachtes ist. Du bist weder die Spielfigur noch der ausgedachte Spieler, der sich mit der Spielfigur verwechselt. Du bist der sich beide ausdenkt. Ich meinte jetzt... Okay? Ja, ja. Weiß ich ganz klar, dass ich nicht die Spielfigur bin. Ich ist aber auch nicht der Spieler, der diese Spielfigur bewegt. Das ist ein blaues Ich. Das ist das Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Okay, und kann das Spiel völlig losgelöst spielen. Das heißt, der Beobachter, der sich jetzt an Spieler ausdenkt, der sich mit der Spielfigur verwechselt, der steht über den Dingen. Gibt es jedenfalls in jetzt einen Punkt, das ist das ewige Hier und Jetzt, noch während des Spiels, wo ich genauso sicher weiß, mehr als nur eine Ahnung, dass ich nicht die Spielfigur bin. Das große Problem, du bist aber auch nicht der Spieler, der diese Spielfigur in Bewegung setzt und der die sagt, ich laufe jetzt dahin und ich laufe dahin. Das ist dein Intellekt. Du bist der es erlebt. Jetzt könnte ich wieder sagen, du bist natürlich auch nicht der es erlebt, sondern der sich jetzt jemand ausdenkt, der erlebt, wie er als Spieler das Leben einer Spielfigur durchlebt. Ja. Du bist der sich jemanden ausdenkt, der als Spieler, der sich an Spieler ausdenkt, der sich wiederum als Spielfigur erlebt, wobei der Spieler die ausgedachten Dinge nichts erleben können. Okay? Ja. Und völlig losgerissen das jetzige Lebensspiel spielen kann. Das ist eigentlich ein träumender Geist, kann völlig losgelöst einen Traum erleben, ohne dass er sich Angst machen müsste, dass ihm während des Träumens was passieren könnte als Ding an sich. Ja. Was sollte einem träumenden Geist passieren, egal was passiert in seinem Traum? Selbst wenn da ein Krieg losgeht und da wird alles in Fetzen gesprengt. Das Schlimmste, was einem träumenden Geist passieren kann, ist, dass er wach wird. Ja.
Ich kann halt die Theorie und die Praxis, wenn du das jetzt nicht nur logisch ansiehst, wenn du den Gedankengang mitgehst, sondern wenn du weißt, dass du ein träumender Geist bist, natürlich nicht kein träumender Geist, sondern der, der sich jetzt einen träumenden Geist ausdenkt, ja. Vor wo hast du dann noch Angst? Okay? Ich habe mich halt jetzt wieder verwechselt. Ich kann klar, ganz klar sehen. Immer. Es geht nur um die Verwechslung, um die Täuschung. Ja, darum absolut. Sind wir jetzt etwas genauer drauf eingegangen. Jetzt kann ich schon drüber lachen. Jetzt war mir bei dem Wort Lebensspiel spielen kann und mich davon unberührt erfahren. Nochmal, eine aufgespannte Existenz ist immer das Äußere, was Ballon erweckt wird, BR, und es rührt in dir durch ständiges Täuschen. Täuschen heißt, du tauschst ständig ein Vorher und ein Nachher aus. Das war vorher und es wird nachher sein. Du tauschst hell und dunkel aus. Du tauschst einatmen und ausatmen aus, weil dir dieses Prinzip nicht klar ist. Ja. Dass letzten Endes alles, was du zu sehen bekommst, was du zum Leben bekommst, immer so funktioniert. Es ist nicht hell dunkel. Es ist diese Zeit, diese Longitudinale. Musst du drehen in Anoki, in das Aufgerichtete, in die vertikale Transversale, wie ich das nenne. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass das immer nur gleichzeitig sein kann. Jetzt haben wir wieder unser Spiel der Dualitäten. Ja. Die erste Polarität, sagen wir jetzt einfach, das ist gesund. Okay, dieses Gesund hat einen Anfang und ein Ende und dann kommt krank. Ja. Das hat auch einen Anfang und ein Ende. Und Anfang und Ende fahren hier zusammen. Das Ende von dem hier wird der Anfang von dem hier. Darum magst du ja immer wieder, wenn der Wellenberg aufhört, dann kommt das Wellental, dann kommt... Nein. Das kommt nicht nacheinander, sondern das ist gleichzeitig da. Und das in der Mitte bist dual. Das ist ein Dual. Du Gott, wobei All ja auch nichts heißt. Und es heißt, in einem Punkt zusammenströmen. Es strömt aus dir heraus und es strömt wieder in dich zusammen. Das ist übrigens auch das Geheimnis der Physikbücher, der Fagum-Fluktuation. Jetzt, wenn du in Physikbücher reingehst, das große Rätsel, weil die schwarze Materie... Wenn wir Materie haben, müssen wir auch finstere Materie oder schwarze Materie haben. Das heißt, immer wenn Teilchen entspringen, müssen gleich viel Antiteilchen da sein. Wie ich immer sage, das Volumen, jetzt raumzeitlich gedacht, eines Wellenberges erzeugt in dem Moment, wo das auftaucht, das Volumen eines Wellendals. Ja. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Das Hören und Abwicken ist eigentlich logisch, ist die eine Seite. Ich stelle bloß fest, ich, als der, der du jetzt zu sein glaubst, dass du das in jedem Moment im Alltag wieder vergisst. Feindbilder bekämpfst. Zu jedem Feindbild gehört ein positives Bild. Ja. Und das ist es. Du musst dich loslösen. Und ich gebe jetzt den Rat, es war hier bei uns drin, der kleine Magier. Ja, ich lese gerade schon. Da ist es wirklich, such dir diese Schrift raus. Ich weiß nicht, das war ja im Chat drin, ob die Diana das schon reingestellt hat auf die Holofeeling-Seite. Ja. Wenn nicht, das wird auf der Holofeeling, aber du hast es ja, das war in unserem Chat mit drin. Und diese kleine Schrift ist ganz, ganz präzise. Ja. Das ist ein Selbstabwatschen. Es geht eben um diesen weißen und den schwarzen Magier. Es ist in beiden Fällen, sind die leben in einem Nicht-Einverstanden-Sein. Ja. Der Zauberer ständig irgendwas anders haben, wie es ist. Ob ich was vernichten will, hi Robby. Moin. Es ist schön, wenn man sich mit Gedanken unterhalten kann, die man sich selber ausdenkt. Ja. Ja, ganz witzig, gell? Ich muss mal ganz kurz übergeben. Ich muss mal dringend aufs Klo. Ja, wir machen dann eh Schluss. Ich muss nämlich weg. Okay. Und Robby, bei dir alles klar? Das wäre übertrieben. Du weißt, wo du jetzt bist. Du bist in deinem Beet. Du befindest dich in deinem Bett. Ja, genau. Ich befinde mich im Bett und ich gehe dann wieder in meine Hausbitterei, das heißt in meine Hausmeisterei. Ich bin nämlich Minijobber und mache im Eisenwerk hier in Karlstadt einen Hausmeister. Super! Das ist ganz total krasser Film. Wir haben nämlich wirklich ein richtiges Eisenwerk hier. Man sieht sogar hier, wenn man runterguckt vom Fenster, die schmelzen Eisen, die schmelzen also Stahl ein und so, naja. Mach dir mal Gedanken, was das alles bedeutet, was du mir jetzt erzählt hast. Mache ich mir pausenlos. Das ist jetzt der Traum mit dem Robby-Programm. Das Eisen ist ganz interessant. Du weißt, das Eisen, hebräisch, wenn man das Formelzeichen FE ist Element 26, das ist Jahwe. Schon klar. Okay, das kann man sagen, das Eisen ist einen Trümmerhaufen sehen, die schmelzen.
Ja. Das schmelzt, das ist ein ganz interessantes Wort, vor allem das Stahl ist ja Adamas. Ja, du, ich bin voll mit dabei. Es macht am Mord Spaß. Es ist ein Dreck da drüben. Ja, total hart, hammerartig. DR-Eck. Die Generation in einem Eck. Bin voll. Und das ist drüben. DR heißt, DR ist immer doppelt aufgespannte polare Existenz. Ein DR-Eck da drüben. Merkst du, jedes Wort, das du sprichst, ist im Hintergrund eigentlich eine Verbildlichung von etwas. Ist mir das ist ein sehr großes Prinzip, darum bin ich jetzt ins Wort gefallen. Das Denken gilt übrigens jetzt nicht nur für die Welt des von dir ausgedachten Robby, der eine komplett eigenständige Welt hat. Es gilt auch für die Welt von dem, der sich jetzt dieses Video anhört. Du hast auch eine komplett eigene Welt. Löse dich von dem Glauben, dass die Welt, die du erlebst, unabhängig von dir da außen existiert. Du hast, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das sind jetzt nur Systeme, diese Marion, der Robby, der Udo, die Pixelmännchen und du selber bist nur Figuren, Protagonisten in deinem Traum, den du entwirfst mit dem Intellekt, mit dem Schwamminhalt, mit dem Programm, wie ich das nenne, das du zurzeit zu durchschauen hast. Und überschneiden sich in einer sehr, sehr komplexen Art und Weise, wo du momentan in deiner geistigen Reife vollkommen überfordert wärst. Es ist erst einmal wichtig, dass du diesen Zustand akzeptierst, dass du in Verbindung mit deinem Intellekt dein eigenes Leben erlebst. Völlig klar. Einen eigenen Traum erlebst. Und das, wo ich dich hinführe, wenn du das lernst, am Ende dieses Traums, ist die nächsthöhere Stufe, das Wachwerden. Dann bist du auch wieder in einer Form Traumwelt, die ist aber komplett anders gestaltet wie die jetzige. Jetzt lassen wir es gut sein, ihr zwei. Ja. Also will noch etwas in deinem Dreck. Du bringst die Ruhe. Und dann schauen wir mal weiter, was der alte Gangster da oben, wie ich immer sage, der Liebe, der ausgedachte Liebe Gott mit uns vorhat. Du hast es aufgezeichnet jetzt, das Gespräch? Das habe ich aufgezeichnet. Mal schauen, wenn es, ich muss immer schauen, wie die Qualität ist von Skype, und dann stellen wir es rein. Okay? Okay, alles klar, Dankeschön. Ciao. Ciao.